Bimix im Prinzip an sich ist nur eine App. Und mit dieser App kann man eigentlich 3D-Modelle visuell auf Smartphones und auf Tablets holen. Das heisst, man kann ganze 3D-Modelle portabel machen. Und die 3D-Modelle, also was in diesem Bimix eigentlich drin steckt an Daten, das ist das, was TimeQA gemacht. Wir tun Gebäude, die in der realen Welt eigentlich draußen rumstehen, entsprechend vermessungstechnisch aufnehmen mit modernsten Messmethoden. Wir sind ein 3D-Laserscanning eigentlich. Das gibt eine 3D-Punktwolke. Aus dieser Punktwolke wird das ganze Modell wirklich eins zu eins, so wie es draußen steht, modelliert. Also CAD-technisch modelliert, sodass eigentlich das ganze Gebäude plus minus einen Zentimeter geometrisch abgebildet ist. Und diese Geometrie holen wir im Prinzip ins Bimix-App rein. Und nachher eigentlich sein 3D-Modell kann entsprechend auf mobilen Endgeräten anschauen.